Hallo ihr Lieben, Alia ist mittlerweile 4 Monate alt und ich dachte, wir nutzen die Chance und setzen uns jetzt einfach mit einer gemütlichen Tasse Tee zusammen und quatschen mal über meine Zeit als Mami und wie sich die kleine Maus mittlerweile entwickelt hat. The story of my life. Ja, wie gesagt, schnappt euch was Schönes zu trinken, macht es euch gemütlich. Ich habe es mir auch bequem gemacht. Und wir nutzen einfach die Zeit, die kleine Maus jetzt schläft. Und wenn ihr das Schwingen im Hintergrund hört, das ist unsere Nonomo. Das ist unser Lebensretter schlechthin. Und wir quatschen jetzt einfach zusammen. Wenn euch meine Videos hier auf dem Kanal gefallen, dann abonniert doch gerne unten den Kanal, aktiviert am besten noch die kleine Glocke dazu, dann bekommt ihr immer eine Benachrichtigung, wenn ein neues Video von mir online geht. Und das ist im Moment mittwochs um 15 Uhr und sonntags um 11.30 Uhr. Ich freue mich auch immer über einen Daumen nach oben oder wenn ihr mit mir in den Kommentaren ein bisschen schreibt. Na gut, wo fange ich jetzt an? Es gibt eigentlich so viel, was ich euch erzählen möchte, was ich gerne in dieses Video unterbringen will. Ich habe versucht, mir einen roten Faden zu schreiben, aber ihr kennt mich. Mücke und Elefant, ne? Best Friends. Wir kriegen das schon hin, also Stück für Stück. Also, unsere kleine Babymaus Alia ist mittlerweile 4 Monate und 1 Woche alt. Am Anfang wollte ich die ganze Zeit, dass sie ganz, ganz, ganz klein bleibt und habe die Tage gezählt. Dann sind es plötzlich Wochen geworden, dann plötzlich Monate. Ja, zum Glück jetzt noch keine Jahre, aber das kommt bestimmt noch früh genug, leider. Aber jetzt so langsam macht es auch echt Spaß zu sehen, was sie Neues kann. Und im Moment verändert sich einfach so wahnsinnig viel. Und das sind so viele Bereiche, in denen sich was verändert. Das ist zum einen mit mir, also in mir passieren so viele Veränderungen. Und damit meine ich jetzt nicht die optischen wie Haarausfall und Pickel aufgrund des Hormonabfalls. Nein, ich meinte jetzt eher dieses Umdenken und Umsorgen und noch ein kleines Würmchen haben, was man ständig im Kopf hat. Denn genau so ist es. Ihr wisst ja, wir haben unsere 3 großen Mäuse. Mittlerweile sind es ja 3 großen Mäuse. Emma, Faye und Lotta. Und sie sind immer noch wirklich unsere absoluten Schätze. Es gibt so viele Familien, in denen die Haustiere, sobald das Baby da ist, ein bisschen in der Gunst vielleicht absinken, aber leider so ist es überhaupt nicht bei uns. Die Mädels sind überall integriert. Faye und Lotta lieben Alia. Emma sieht es eher im Moment noch so ein bisschen als Konkurrenz, aber macht das auch alles, lässt alles über sich ergehen. Findet es aber auch gut, wenn Alia schläft und nicht da ist und nicht unterhalten werden möchte, damit mehr Zeit für sie bleibt. Aber auch das kriegen wir alles hin. Und Alia und Lotta vor allem sind ein Herz und eine Seele. Also das hier, Leute, ist nichts gegen dieses Dream Team. Die werden noch die nächsten 200 Jahre Spaß zusammen haben. Ansonsten hat sich natürlich auch, wie gesagt, viel in mir verändert. Nein, hat es sich nicht. Ganz ehrlich, nein. Jeder sagt diesen Satz. Es hat sich so wahnsinnig viel in mir verändert. Nein, hat es sich nicht. Es hat sich verändert, dass ich meine Zeit anders aufteilen muss und anders aufteilen möchte, weil ich jetzt einfach noch eine Rolle mehr einnehme in meinem Leben. Das heißt, ich bin jetzt nicht nur Ehefrau, Hundemami, Hausfrau, Studentin vielleicht noch irgendwo am Rande und wenn ich Zeit habe, auch mal ein bisschen ich selber. Nein, ich bin jetzt auch noch Mami und das sind 6 große Rollen, die auch ihren Platz brauchen und für die es im Moment noch so ein bisschen schwierig ist, für mich die passende Waage zu finden. Aber ich glaube, das ist auch völlig normal. Denn wenn ihr ein Baby auf die Welt bringt oder ein Baby neu in eure Familie kommt, es gibt ja verschiedenste Arten, wie das passieren kann, dann stellt das doch eine ganze Sache auf den Kopf. Und ich denke, es ist völlig in Ordnung, wenn es dann auch ein bisschen Zeit braucht, bis sich dann alle Parts so zurechtgefunden haben. Aber ich muss sagen, gerade so im Laufe der letzten 4, 5, 6 Wochen, also seitdem sie so 2,5 Monate alt ist, so mit 10 Wochen hat das angefangen, komme ich da doch echt richtig gut rein. Also ich habe mich langsam eingegroovt. Nils und ich als Ehepaar sind immer noch genauso verliebt wie vorher, auch wenn ich nicht zum Valentinstag bekommen habe. Dafür aber die Woche vorher. Also keine Sorge, ich gehe nicht leer aus. nein, also bei uns ist wirklich alles toll und wir gehen beide so sehr in der Rolle als Mami und Daddy auf. Und genau das macht auch so viel Spaß, das mit anzusehen. Denn wenn einer mal nicht so viel Energie hat, vielleicht weil mal eine nicht so gut geschlafene Nacht vorher dran war, dann zieht der andere einen einfach mit. Und dann nutzen wir auch die Zeit, wenn Alia dann doch mal alleine schläft, denn zu
Ich würde sagen, 80-90% schläft sie noch immer auf oder mit mir, also sei es irgendwie an meiner Seite, sei es beim Stillen, dass sie einschläft oder. Aber wir haben halt eben auch diese 10-20%, in denen wir mal wirklich sie in die Nonomo legen können und schlafen lassen können. Das Beistellbett, Leute, das bauen wir demnächst ab. No way, da haben wir keine Chance zu. Und unsere Hebamme sagt, das ist doch völlig in Ordnung. Und wir sind nicht die einzige Familie, deren Kind im gesamten ersten Jahr niemals im Beistellbett schlafen wird. Also das ist übrigens auch gut zu wissen, vielleicht auch für euch. Nein, wir nutzen dann diese kurzen Verschnaufpausen auch einfach für uns, machen für uns was Schönes, gucken einen schönen Film zusammen, quatschen über Gott und die Welt, hacken neue Ideen aus, sind verrückt, haben auch einfach Bock auf Videodreh, auf Videoschnitt. Auf Instagram, denn wir haben gerade so unsere Liebe für Reels entdeckt. Ihr ahnt gar nicht, was wir gerade alles irgendwie am Schneiden und Basteln hinten dran sind. Das wird jetzt alles nach und nach rauskommen. Wir denken uns dann noch einen coolen Zeitplan für euch auf. Also, wenn ihr das nicht verpassen wollt, folgt uns dann unbedingt oder mir da unbedingt auf Instagram. Schreibe ich euch nochmal hier unten hin, dann seid ihr da immer up to date. Ja gut, dann der Haushalt, der läuft so nebenbei. Und seitdem wir unser Aschenputtel Knight Rider hier haben, sind wir da auch noch entspannter mit und noch cooler dabei. Das hätte ich nicht gedacht, dass sich das so schnell eingroovt. Und das, was dann noch an Zeit vielleicht für mich übrig bleibt, will ich ehrlich gesagt noch gar nicht so für mich nutzen. Aber ich glaube, das ist auch völlig in Ordnung. Ich weiß, es gibt ganz viele Mamis da draußen, die sind froh, wenn sie 2-3 Wochen nach der Geburt schon mal den ersten Mädelsabend wieder machen können mit ihren Freundinnen. Ich mache das auch gerne, aber wir machen das dann einfach zu dritt und Alia ist dann Teil des Ganzen. Und ich mag sie auch noch gar nicht abgeben an Oma, Opa oder meine Mama oder an meine Oma. Ich mag sie einfach noch ganz dicht und eng bei mir haben und auch das ist völlig in Ordnung, Leute. Die Zeit kommt noch und wir sind da so fein mit. Jeder wird da, glaube ich, so ungefähr seinen Weg finden, wie er damit durchkommt. Na gut, und wenn wir jetzt eh schon bei mir sind, dann habe ich ja eben schon gesagt, klar, diese typischen Sachen der körperlichen Veränderungen nach einer Geburt gehen auch an mir natürlich nicht spurlos vorbei. Ich bin froh, dass ich schon einiges wieder an Kilos runter habe und vor allem an Wasser runter habe, was ich am Ende der Schwangerschaft dann doch irgendwie so an meinem kompletten Körper von Kopf bis Fuß verteilen wollte. Aber natürlich ist da auch noch nicht wieder alles wieder ganz zurück und ich arbeite dran. Ich liebe meinen Rückbildungskurs über alles und liebe es auch zu Hause Sport zu machen. Allerdings wird euch vielleicht aufgefallen sein, dass in der letzten Woche die beiden Videos ausgefallen sind, am Mittwoch, also jetzt gerade Mittwoch und den Sonntag vorher. Und das hat genau zwei Gründe. Einmal meinen Hexenschuss und zum anderen eine etwas anstrengendere Phase von Alia, aber da kommen wir später nochmal zu. Also, körperlicher Verfall setzt ein, auch in den jungen Jahren. Dann, wie gesagt, Haarausfall, Haarbruch, das liegt einfach an diesem hormonellen Umschwung, den wir nach der Geburt nochmal durchmachen. Dementsprechend ist auch mein Gesicht mit Pickeln und Co. explodiert, aber ich bin dran. Es ist noch nicht so schlimm wie bei der Schwangerschaftsakne, also bin ich da noch sehr, sehr happy mit. Es kann immer noch schlimmer kommen. Auch den Haarausfall bin ich ja schon gewohnt, ihr kennt das Thema. Ich störe mich null an meinen Schwangerschaftsstreifen. Ich bin eine sehr, sehr stolze Tigermama. Ich finde diesen Begriff wahnsinnig schön. Falls ihr den Begriff nicht kennt, denn ich höre das immer wieder, dass das gar nicht so, so verbreitet ist. Tigermamis sind die Mamis, die ein Baby im Bauch hatten und danach ein paar Streifen mit davon genommen haben. Und damit man das nicht irgendwie als Schwangerschaftsstreifen abtut, klar, kann man genauso sagen, finde ich den Begriff Tigermama als Streifenmami halt auch mega cool. So, und jetzt genug von mir. Jetzt gehen wir endlich über zur kleinen Alia, denn auch bei ihr ist so viel passiert. Klar, wenn man auf die Welt kommt, dann kann man meistens noch nicht so richtig viel, wenn man mal ehrlich ist. Aber sie ist so mega ehrgeizig. Und das sage ich jetzt nicht als stolze Mama, sondern im Vergleich zu anderen Mamis und anderen Kindern, wo ich mitkriege, wann die was können oder wenn ich mich auf YouTube, auf Insta umschaue, dann ist Alia da doch schon echt flott. Also ich bin froh, dass das so gut klappt. Wir haben immer wieder in enger Absprache mit Kinderarzt und Hebamme gefragt, ob sie wirklich die Sachen, die sie machen möchte, schon darf. Und am Anfang hieß es, Leute, seid ein bisschen vorsichtig, bremst sie, die Knochen und Gelenke sind noch nicht so fertig für das, was sie alles möchte. Denn wenn es nach Alia gegangen wäre, hätte sie mit 7 Wochen eigentlich schon gestanden.
Ja, und sitzen und so weiter, das sollen sie ja alles am Anfang nicht, aufgrund der Wirbelsäule und damit sich halt alles erstmal gesund festigen kann. Und da war es ganz schön schwer, unseren kleinen Wirbelwind zu bremsen. Und da kann ich euch sagen, sind Lotta und Faye und auch Emma überhaupt keine Hilfe, denn die sind einfach viel zu interessant. Und umso mehr die gewuselt haben, desto mehr Gründe gab es für Alia, dann natürlich schleunigst hinterherkommen zu wollen. Aber andersrum ist es natürlich auch echt cool zu sehen, dass die so einen kleinen Ansporn bieten. Und ich bin gespannt, ob das jetzt so bleibt in ihrer motorischen Entwicklung, dass sie da so gut, was heißt gut, also das andere ist nicht schlechter, aber dass sie so flott mit allem ist und ob sie dann vielleicht auch schnell krabbeln und schnell gehen möchte irgendwann, um eben mit den Hunden mithalten zu können. Ich kann mir vorstellen, dass das nämlich so einen kleinen Bonus bringt, dann Haustiere zu haben, die sich schneller bewegen als Mami und Daddy. Auch drehen hat wahnsinnig gut geklappt, allerdings ist die Maus ein bisschen faul, denn sie hat rausbekommen, dass die eine Sache Seite wunderbar funktioniert. Deshalb versucht sie gar nicht erst, sich zur anderen Seite zu drehen. Weil, wozu der Stress? Ich glaube, da kommen so ein bisschen meine Gene durch. Also, wie war das mit den Pferden? So hochspringen wie nötig? Passt auch zu ihr und vielleicht auch so ein bisschen zu mir. Ja, wenn man das jetzt so ein bisschen aufteilt in Motorik und Soziales, dann würde ich sagen, ist diese soziale Komponente bei ihr auch echt niedlich. Also aus Mama-Sicht, welche Mutter ist nicht von ihrem Baby beeindruckt und happy und stolz ohne Ende? Ich finde es definitiv. Ja, sie lacht und gackert und hat mit, ich glaube, 4 Wochen das erste Lächeln uns geschenkt. Seitdem versuchen wir sie jeden Tag zum Lachen zu bringen und zwar am besten unentwegt und pausenlos. Klappt auch eigentlich immer, aber wenn ihr selber Eltern seid, dann habt ihr wahrscheinlich schon mal von Schüben gehört. Und diese Schübe sind einfach Zeiten, in denen alle schwierig sind. Mama, Papa und das Baby und auch alle anderen drumherum. Und weil sich einfach so viel im Kopf dann gerade umstellt oder teilweise auch motorisch was Neues dazukommt, sind diese Phasen, die bei allen Babys ungefähr zur selben Zeit, Lebenszeit stattfinden, ja, so richtige Auf und Abs, so kleine Berge und Täler. Und auch wir nehmen die natürlich mit. Und machen das eigentlich relativ gut. Also ich habe das Gefühl, dass wir wirklich da noch ziemlich gut mit bei wegkommen. Und das ist ein echter Glücksgriff. Allerdings die Tage, die dann nicht so gut laufen, die laufen auch echt nicht so gut. Dann ist gerade viel Mami-Zeit, vor allem im letzten Schub, der war besonders lang, viel Mami-Zeit angesagt. Viel stillen, viel kuscheln, viel Enge. Andererseits auch viel auf Abstand sein wollen und sich selber entdecken, wenn sie überfordert ist. Und wir haben da so ein gesundes Mittelmaß, glaube ich, gefunden. Das Einzige, was da nicht so gut klappt in der Zeit, ist leider das Schlafen. Und deshalb, wir haben es euch ja schon ein paar Mal erzählt, hat Nils wirklich, also die letzten, ja nachdem sie so 3-4 Wochen alt ist, ist er aus unserem Schlafzimmer ausgezogen, ganz selbstlos und ist dann auf die Couch gewandert und hat da fast jede Nacht bisher geschlafen. Dafür tut er mir wahnsinnig leid, aber auch wenn Alia nicht im Bett schläft, sondern in der Nonomo seit knapp 4-5 Wochen wirklich fast jede Nacht, ist ihm das häufig noch zu laut durch ihr Glucksen und er wacht einfach auf. Das liegt am leichten Schlaf, aber wir haben euch ja mal erzählt, dass er da mit der Hypnose dran ist und es klappt wirklich wunderbar. Ich bin mega stolz auf ihn, dass er da so engagiert dran ist und ich kann euch sagen, seit einer Woche hat er fast jede Nacht bei uns geschlafen und es wird immer besser. Ich bin da echt happy und stolz drüber. Und hoffe, dass das dann auch weiter klappt. Und im Moment verlaufen unsere Nächte eigentlich so, dass Alia immer noch sehr spät ins Bett geht. Also ihre Schlafenszeit beginnt so zwischen 2 und 4 Uhr, die Nachtschlafzeit. Und dafür schläft sie dann auch gerne bis um 12 oder um 1. Neulich auch mal bis 15.45 Uhr. Das darf man gar nicht erzählen. Aber auch das, Leute, wir sind da mit Hebammen und Kinderarzt im Gespräch. Wir sollen sie nicht wecken und schlafende Hunde, schlafende Babys weckt man nicht. Wir haben uns das zu Herzen genommen, also hat sie geschlafen. Am nächsten Tag war es wieder gut. Wir kommen da jetzt wirklich sehr, sehr fein mit zurecht. Und jetzt, wenn wir sie dann spät ins Bett bringen, ist es so, dass sie meistens so die letzten 2, 3, 4 Wochen zwischen 7 und 8 Uhr dann sich meldet und ins Bett kommen möchte. Und das darf sie dann und dann kuscheln wir die restliche Nacht bis 12 Uhr. Ja gut, und dann gibt es halt noch das Thema Beschäftigung aktuell, denn das Thema hatten wir gerade mit ein paar Mädels oder mit ein paar Freunden, die auch alle Mamis sind und da haben wir uns gerade gestern gefragt, wie viel Zeit am Tag spielt ihr denn mit den Kindern und wie viel macht ihr einfach euer Ding und die Kinder sind dabei im Hochstuhl, im Tuch oder liegen währenddessen auf der Liege, würde ich sagen, auf der Matte und spielen für sich. Wir kamen da so zu dem Ergebnis, dass wir so 80-90% ihrer Wachphasen
Schlafphasen oder ihrer Wachzeit mit ihr spielen oder kommunizieren. Und da haben wir wirklich die verschiedensten Varianten. Also sie steht wahnsinnig auf Rasseln, sei es irgendwie diese Ringrassel, die haben wir bei, ich glaube, bei DM geschossen. Ja. Dann alles, was ein bisschen ja, raschelt, findet sie cool. Knisterbücher und sowas sind echt uncool, ist nicht laut genug. So Squeaker findet sie auch langweilig. Das liegt aber, glaube ich, eher daran, dass die Hunde halt echt ihre Spielsachen ganz viel mit diesen Squeakern haben. Und dementsprechend, dass so ein normales Geräusch bei uns ist, was man immer mal wieder am Tag hört und nicht extra in ihr Spiel einbindet. Und ansonsten habe ich mir jetzt zwei DIYs überlegt gehabt, die ich basteln wollte und habe euch das ja auch neulich im Vlog erzählt, was wir da alles für gekauft haben. Und ein kleines Teil wollte ich euch mal zeigen, das ist nämlich super easy. Wie das funktioniert, zeige ich euch bald nochmal. Und zwar ist es einfach so eine kleine Zauberflasche. Also natürlich eine Zauberflasche. Und wenn sie dann so 3-4 Jahre alt ist, kann das auch ein Zaubertrank sein, ne? Wenn man dann als Fee spielt. Und hier ist einfach ja, so ganz viel Glitzer und Perlen drin. Und ich liebe, liebe, liebe das. Und damit spielen wir auch ganz viel. Das heißt, es wird geschüttelt, es wird umhergeworfen. Man hört es auch so ein bisschen. Es ist wahnsinnig toll. Also sie findet es wahnsinnig spannend. Ich habe es oben nochmal mit Heißkleber versiegelt, dass sie da auch nicht rankommt alleine. Und sowas denken wir uns dann halt auch aus. Kuscheltiere sind noch nicht so der Hit. Aber was wir dann noch stattdessen haben, ist ja diese Beißgiraffe, Sophie la Giraffe. Keine Ahnung, ich spreche kein Französisch. Das Ding ist noch absolut der Knaller. Ansonsten, Hauptsache Mami und Daddy. Fingerspiele, Schattenspiele, das ist alles noch absolut cool. Spielbogen jetzt auch immer mehr, weil sie jetzt endlich lang genug ist und die Arme lang genug sind, um auch anzukommen. Das heißt, da variieren wir auch ganz viel, dass sie da ein bisschen Spielzeit hat. Und ansonsten liebt sie es jetzt schon, keine Ahnung, mit den Hunden zu spielen. Pult den im Maul rum, in der Schnute, in der Nase, im Ohr, zieht an den Ohren, guckt, wie die Hunde reagieren. Keine Sorge, wir schützen auch die Hunde vor dem Baby, wir schützen sie gegenseitig. Aber solange da nichts, keine schlechte Laune aufkommt, darf sie auch mal irgendwo dran ziehen. Die Hunde sind toi toi toi, da sehr schmerzresistent. Und natürlich wird das auch im ersten Jahr weiter so passieren. Und bis das alles dann von der Motorik her so gut funktioniert, dass sie das besser unter Kontrolle hat. Aber das sind jetzt so unsere Spielmethoden schlechthin. Welches Thema jetzt noch aussteht, ist das große Thema Essen und Trinken und Nahrung und wie man das alles nennen möchte. Wir sind nämlich jetzt mit 4 Monaten an so einer Stelle, wo man überlegen könnte, wie es weitergeht. Also ich stille aktuell noch voll und es ist das Schönste für mich überhaupt. Ihr wisst, ich habe mir das ganz, ganz doll gewünscht, stillen zu können. Ich habe es ja immer in den Schwangerschaftsupdates gesagt, dass das sowas ist, was ich sehr, sehr gerne machen würde. Natürlich, wenn es nicht geklappt hätte, dann wäre es so gewesen. Aber es jetzt wirklich zu können, ist für mich ein Traum schlechthin. Auch wenn es bedeutet, dass ich eigentlich nur noch in Stilloberteilen und Still-BHs rumlaufe. Die Variationen sind da eher so in dem, was man drüber schmeißt. Egal. Aber ja, Alia kommt damit super zurecht. Ich komme damit super zurecht. Ich habe zwischendurch nach einem richtig blöden Milchstau versucht abzupumpen oder wegen des Milchstaus. Wir haben ihr das mal über eine Flasche angeboten. Keine Chance, Schnuller nimmt sie ja auch nicht. Das heißt, wir sind wirklich nur beim Stillen geblieben bisher und sind damit auch absolut fein. Sie kriegt keinen Fencheltee, sie kriegt kein Wasser zusätzlich. Wir müssen aber auch da sagen, zum Thema Fencheltee, sie hatte noch nie Bauchschmerzen, keine 3-Monats-Kolik, nichts. Das heißt, wir müssen da auch überhaupt nichts machen. Sie hat noch nie Medikamente bekommen, keine Zäpfchen, keine Fiebersenker nach einer Impfung, nichts. Sie ist echt easy. Und deshalb würde ich gerne auch einfach weiter voll stillen. Ich weiß, viele fangen mit 4 Monaten auch schon an, mit Beikost oder mit Brei oder. Aber für uns ist Brei überhaupt nicht spannend im Moment. Auch ihr Interesse ist einfach nur nicht beim Essen, aber jetzt für Nils und mich, meinte ich, ist das Thema nicht spannend. Wir würden gerne, wenn es denn dann irgendwann losgeht, mit BLW starten, also Baby-Led Weaning, dass die Kinder selber anfangen können zu essen und selber zu probieren und sich Sachen in den Mund zu stecken und eben nicht in den Brei langen oder den Löffel zum Mund führen. Und das dauert natürlich noch, bis sie da angekommen ist, dann auch Sachen irgendwie dann mit der Zunge zu zerdrücken und mal in den Mund zu nehmen, ohne dass man Angst haben muss, dass sie dich daran verschlucken oder ersticken könnte, denn no way. Ja, und das Ganze haben wir gesagt, wollen wir eigentlich nicht vor dem 6. Monat anfangen. Wenn es ginge, wäre es für mich toll, wenn ich das erste Jahr lang voll stillen würde. Ist easy, ist immer dabei, man braucht sich keine Gedanken groß zu machen. Nährstoffe und so weiter sind auch alles mit abgedeckt.
Wäre also total cool für uns. Und dann eben dieses BLW als irgendwann ranführen. Natürlich wird es bestimmt, also ich sage jetzt aus der heutigen Sicht natürlich, wird es bestimmt dazu kommen, dass wir auch hier und da mal ein Gläschen dabei haben werden. Wenn man unterwegs ist, wenn man irgendwo anders ist und das Kind vielleicht auch abgestillt ist vorher oder anders Hunger befriedigen möchte, wird es geben. Es wird bestimmt auch Früchte im Sommer geben, die man mal probieren kann, oder selbstgemachtes Wassereis aus Fruchtsaft, also nicht aus Saft, sondern aus selbstgepresstem Saft, oder, also es gibt so vieles, was wir da irgendwie Bock haben auszuprobieren, und genau das werden wir machen, und dementsprechend werden wir jetzt einfach in allen Bereichen so Stück für Stück uns weiter vortasten. Ich freue mich, dass in 2 Wochen ein Babykurs startet, bei dem wir mitmachen werden. Und auch da bin ich sehr gespannt, was da auf uns zukommt und was auf Alia zukommt, was wir in der nächsten Zeit also alle zusammen noch lernen werden. Und ich bin einfach mega happy, euch jetzt dieses 4-Monats-Update geben zu können oder geben haben zu können. Gegeben haben zu können. Wie auch immer, auch wenn mein Deutsch heute nicht so cool ist, macht nichts. Wir schaffen das zusammen. Ab jetzt kommen die Videos wieder regelmäßig. Wir sind wieder da, Schub ist durch, Hexenschuss ist hoffentlich auch bald wieder weg, dass ich mich wieder besser bewegen kann. Gestern wäre ich beinahe durch die Wohnung gekrochen, aber das ist ein anderes Thema. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag und genießt den Nachmittag. Ich hoffe, dass der Sturm bei euch nicht zu doll gewütet hat. Ich freue mich auf euch im nächsten Video. Bis dann, ciao, ciao.